Herzlich willkommen von WOMADventure. Ja, wir reisen erstmal aus Jordanien aus. Das ging relativ einfach. Und dann in den Irak rein, da braucht man starke Nerven. Das ist so eine Riesenbürokratie, aber das wussten wir schon. Ja, und dann geht es durchs Land mit ganz viel Militärbegleitung und Tausenden von Kontrollen. Alle paar Kilometer, das ist der Horror, aber ja, wir haben es geschafft. Aber seht jetzt selber, wie das in diesem Land so zu und her geht. Viel Spaß! Wir haben die jordanische Grenze erreicht, hier die Karame Border Crossing Richtung Irak und müssen jetzt erstmal warten. Also jeder will mal in den Wagen gucken, hier an der jordanischen Grenze. Und dann nochmal ins Fahrzeug gucken, die blaue Versicherungskarte zeigen und diesen gelben Schein bekommen. Hier ist auch die Ausgangskontrolle, hier kontrollieren Sie nochmal alles und dann lassen Sie uns hoffentlich. Also zum dritten Mal schauen Sie nochmal in die Fächer, ins Auto kurz, aber die, so genau hat es jetzt noch kein Border genommen wie die Jordanien bei der Ausreise, komischerweise. Ja, jetzt geht's raus aus Jordanien. Der jordanische Pass ist passiert, das ging relativ einfach, 3 Schritte musste man tun. Noch die Tax bezahlen fürs Auto und für die Personen. Auto 25, Personen 10 JD, also im Ganzen 45. Und dann kriegt man die Stempel, die Pässe wieder zurück und kann rausfahren. Nun, da gibt es auch jede Menge. Und da vorne fängt dann der Irak so langsam an. Jetzt geht es los mit dem Irak. Mal schauen, was da alles auf uns zukommt. Erste kleine Hürde geschafft, jetzt sind wir im Zollareal, wurde alles in einem Gästebuch aufgeschrieben, wer da reinkommt. Wir uns überhaupt durch und hoffen, dass es hier weitergeht, ist nicht ganz übersichtlich. Ganz links sind wir gefahren, aber geht es hier weiter, aber das weiß hier so keiner, weil keine Ahnung. Schilder gibt es nicht. Was zu tun ist und so weiter. Wir wollen eigentlich nur rein in den Irak. Also nochmal eine Kontrolle. So, das ist das nächste Gebäude. Nach vorne fahren und rechts. Sebastian beaufsichtigt jetzt mal die Erstellung der Karnets hier in diesem Büro. Die anderen dürfen tun, was sie wollen. So, jetzt geht es einmal quer übers Grundstück hier. Wir müssen insgesamt 4 Schritte. Der erste war da, der hat was ins Carnet. Beziehungsweise nein, den weißen Zettel. Da, den haben wir bekommen und reingeschrieben. Also hier wird man 100 Dollar los pro Fahrzeug für die Insurance. In diesem Büro gibt es die Versicherung für 30 US-Dollar. 40. So, wir bekommen hier Wasser zum Trinken. Das ist doch hübsch. Das ist eine Verwaltungsgebühr. So, hier gibt es die Versicherung. So, hier haben wir für 77 Dollar das Visum gekriegt oder kriegen es noch? Ein bisschen Zeit vertreiben mit Google-Übersetzern hier und erzählen von Reisegeschichten. This one? Yes. You have children? 4. 4? Yeah. Fine, thank you. Wir sind jetzt beim Big Boss, der segnet alles ab. Und wenn der es okay gibt, dürfen wir dann ausreisen. Nächsten Morgen mussten wir noch diesen Gatepass besorgen, was auch wieder eine Tortur war. Ein Stempel muss hinten raus, ohne das Ding kommt man nicht raus. Und das dauert wieder knapp eine Stunde und jetzt hoffentlich kommen wir raus und dann können wir endlich weiterfahren. Und ist anstrengend, hä? Ja. Oder?
Es ist der Wahnsinn, diese Bürokratie. Und wenn du denkst, jetzt bist du durch, dann geht es nochmal von vorne los. Aber jetzt sind wir bald draußen, noch ein Tor, soviel ich weiß. Und dann geht das mit der Militärweit, mit dem Militär, ja. Begleitung, ja. Wahrscheinlich Militärbegleitung, so schaut es aus. Es ist unglaublich, die Verarsche geht weiter. Die lassen uns nicht raus, nochmal reinschauen. Dann irgendwie hat er gesagt, er soll wieder zurück und keine Ahnung, was jetzt läuft. So, mit Freundlichkeit geht viel. Ich war extrem freundlich, habe den Mann sogar umarmt, gesagt, er sei mein Bruder. Und ja, der war mir gut gesinnt. Auf jeden Fall sind wir jetzt den nächsten Schritt, aber immer noch nicht draußen. Nochmal Passkontrolle, alle müssen aussteigen und das ist vielleicht das letzte Tor jetzt, wir hoffen es. Tja, das ist so das Treiben hier an der Grenze. Da muss der Gatepass abgegeben werden. Abgeben, dann nochmal alle Daten eintragen im Buch. Und jetzt dürfen wir raus. So, wir dürfen raus. Freude herrscht. Bis zum ersten Militärposten, noch 1-2 Kilometer vermutlich, dann geht's wieder los. Also man muss das Ganze mit Humor nehmen, sonst kommt man nicht weit. Irak, wir sind drin und reisen jetzt weiter Richtung Bagdad. 1 Kilometer weiter und schon ein Kontrollposten, so schnell geht's. Der will wieder was sehen, ja toll. Wie heißt das? Ja, man hat ein wenig das Gefühl, die wollen ja auch vor allem die Fahrzeuge sich ein bisschen angucken. Wir dürfen weiterfahren. Gefühlt eine halbe Stunde hat es gedauert, bis die abgeklärt haben, ob wir Begleitschutz kriegen oder nicht. Offenbar kriegen wir keine und jetzt dürfen, da geht es weiter. Ich glaube, das ist unser Begleitfahrzeug eventuell. Ja, ich glaube, der begleitet uns. Naja. Keine Ahnung, ob jetzt die uns wirklich begleiten oder ob die abklären, was da läuft, ich weiß es nicht. Doch kein Begleitschutz, ich glaube, wir dürfen alleine weiterfahren. Oh. Also, mitten auf der Fahrt doch noch Begleitschutz erhalten. Die fahren aber langsam mit ihren Humbis, oder wie die heißen. Der fährt genau 60 km/h, super, hey, das kann ja dauern, du. Ich gewinne bei dieser Geschwindigkeit. Hey, wir sind genau 2 Kilometer gefahren, jetzt hält der an, warum auch immer. Eine Schrottkiste. Ich darf den mal angucken von innen. Da kommt unsere Begleitung. Ach, eine Schnecke. Die fahren nur so 50, 60. Also es wird ein langer Tag. Sollte meine Schweizer fahren auch noch hinten drauf machen. Es geht weiter mit dem Begleitschutz, wieder ein Humvee.
Er fährt knapp 60 im Ried. So, wir dürfen wieder ein Stück alleine fahren und bis zur nächsten Brücke, da wartet der Nächste auf uns. Mit Google Übersetzer hat er mir das schnell gezeigt, ging alles ganz schnell. Zwei Militärfahrzeuge vor mir, ja, jetzt geht er noch rechts hin. Was macht er? Oh Junge, gib Gas, ich habe ihm gesagt, er soll Stoff geben. Der fährt nur 40 km/h, hey. Wie wollen die so einen Krieg gewinnen? Das ist unglaublich, hey. Jedes Mal, wenn ich links rüber gehe, gibt er dann aber Gas. Jetzt kann ich wenigstens in den sechsten Gang schalten. Jetzt sind wir schon bei 50, neuer Rekord. Es geht ganz wenig den Berg hoch und die Kiste läuft jetzt nur noch 40 km/h. Jetzt gibt er wieder Gas. Das ist unglaublich, hey. Auch eine alte Kiste, vermutlich gleich langsam, jetzt der nächste. Also das kann ja dauern, diesmal ist es gut organisiert, der hat schon auf uns gewartet. Von 0 auf 50 km/h braucht er 60 Sekunden. Dieses Bild ergibt sich auch immer wieder mal verbrennter Schrott. Vielleicht dürfen wir jetzt alleine fahren, hoffentlich. Ich glaube, der wartet auf den Nächsten. Jetzt muss wieder einer kommen. Mit 20 km/h sind wir gefahren und jetzt dürfen wir mal alleine fahren. Er hat irgendwas erklärt. Vielleicht kommt da vorne der Nächste, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder 80 fahren. Also der Toyota da vorne ist unser neues Begleitfahrzeug. Es gibt ein Upgrade, aber er fährt jetzt auch nur 60. Er könnte schneller fahren. Der Irak im Südosten, in dem wir gerade rumfahren, ist total öde und wenig Berge. So, wir brauchen dafür kein Navi. Weil wir einen Guide haben. Jetzt geht's vorwärts, 80 km/h, so gefällt mir das. Wir dürfen wieder alleine fahren. Wir werden sehen, wie weit. Gibt es auch Geisterfahrer? Oh, was ist da los? Okay, nur ein Platten. Also, nächster Posten. Leitet er uns? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der hat Pass kontrolliert, dann telefonisch durchgegeben, dass da drei Camper kommen und jetzt dürfen wir wieder alleine weiterfahren. Fahne da vorne ist eine IS-Fahne, dann haben wir ein größeres Problem. He? Aber es ist keine zum Glück. Ja, das meiste dürfen wir ohne Begleitschutz fahren, das ist gut. Jetzt kommen wir eigentlich immer schön vorbei an diesen Posten. Auch hier dürfen wir vorbei. Ja, wir haben jetzt doch schon 200 Kilometer geschafft etwa. Mal, dass die Straße mittendrin kaputt ist. Und wenn man da reinbrettert, das geht böse aus. Altmetall ist die Warnung. Wir machen Pause. Kaum auf den Rastplatz gefahren, schon Militärbegleitung, haben uns gleich gefunden. Jetzt können wir Mittagessen mit Militärbegleitung machen.
Sieht doch einladend aus, so ein irakischer Rastplatz, oder? Die brauchen ein bisschen Spaß. Also der Hund. Selfie. Jeder macht ein Selfie. Wir machen hier Pause und keine 5 Minuten haben sie uns entdeckt. Aber ist ja okay. Sind immer schön freundlich. ما انت لكم بعد والله بكم مليارات وحق العسل ما تشلكم بيشدد Gibt wieder mal eine Pause. Wir müssen warten, bis wieder die Eskorte kommt. Unser Hömi! Hat Restgummi ohne Ende. Seit der Grenze ist sie gesäumt von zerrissenen Reifen. Also wer hier recyceln will, findet auch Material ohne Ende. Ah, jetzt sind es Polizisten. Ablösung kommt wieder. Jetzt sind wir von der Straßenpolizei oder Militärpolizei oder was ist das? Ja, wir werden von der Polizei jetzt begleitet. Mal was anderes. Aber die sind immer schön freundlich. Und der wollte aber die Pässe sehen. Dann haben sie auch Kopien gemacht. Und dann wollte er sie eigentlich vorne im Fahrzeug aufbewahren. Da habe ich gesagt, nee, gib mal die Pässe wieder. Und der hat sie dann sofort gegeben, weil das geht gar nicht. Pässe muss man immer bei sich haben. Was ist, wenn der abgeschossen wird? Dann haben wir ein Problem. Also schon fast 400 Kilometer. Es ist abends um 4:30. Habe ich mal angedeutet, dass sie irgendwo mal übernachten, aber er meinte hier noch nicht. Also fahren wir ihm nach. Wir stehen wieder an einem Kontrollposten, diesmal der Polizei, und werden gerade zum Tee dort eingeladen im Office. Und das sieht so aus. Then you have to go to Germany, not here. Oh, very cute. Very cute. Ja, wir hängen jetzt fest auf einem Stützpunkt. Die klären ab, ob wir hier dürfen, also übernachten dürfen oder nicht. Und wir hoffen, dass wir hier übernachten dürfen. Und weil wir sind jetzt langsam müde von der langen Fahrt. Es ist schon 5:30. Und es gibt sogar Hundebabys. Überall hat es übrigens Hunde. Wo das Militär ist, da ist die Mutter. Also der ist jetzt gerade hierher gefahren. Wir haben überlegt, das wäre doch ein Basismodell für einen neuen Camper, für den René. Das wäre mal eine Nummer. So, offenbar dürfen wir hier übernachten auf diesem Militärgelände, weil es ist jetzt auch schon abends, Sonne ist untergegangen, ich bin müde und von daher bin ich froh. Oh, Fisch. Große Fische, die haben uns zum Fischessen eingeladen, da, die Militärjungs. Samak. Nein, okay. So wird hier gegessen.
Leckeres Zeug, wir haben Kartoffeln mitgebracht und Spinat und sie offerieren uns diesen wunderbaren Fisch, der schmeckt sogar richtig gut. Yes. Yes. Okay. All right. Thank you very much. Shukran. So, neue Morgen, unsere Fahrt geht weiter. Mega viel Rauch momentan und es stinkt nach Chemie. Wir haben die Fenster zugemacht, jetzt verrecken wir vor Hitze. Da muss irgendwas abgefackelt worden sein oder abgeschossen, wie auch immer. So, wir werden wieder eskortiert. Einmal mehr, wir konnten jetzt ab 20 Kilometer alleine fahren. Bis zur dritten Brücke war die Abmachung und da wartet dieser Toyota. So, den nächsten Autoablösung folgen. Ein Ford. Und er fuhr fort und kam nie wieder. Die zwei Jungs fahren nur 60. Unglaublich, ey. Läuft die Kiste nicht schneller. Fahr extra ein bisschen neu auf, aber ja. Während wir immer noch mit 60 tuckern, weil der nicht schneller fahren will. Ja, die Gegend ist wieder ein bisschen besiedelt. Nach über 400 Kilometern von der Grenze kommen immer mehr Häuser und Industrie. Ja, so langsam kommen wir in die Zivilisation. Wir sind in Ramadi eingetroffen und man sieht hier immer noch die Spuren der Vergangenheit. Das war spezielle Begleitschutz, Polizei irgendwas. Auf jeden Fall, glaube ich, können wir jetzt hoffentlich alleine weiterfahren. Das ist schon mal. Wir werden wieder eskortiert, es geht weiter Richtung Fallujah. Wieder ein neuer Begleitschutz. Sind wir links abgebogen Richtung Samarra. Wir fahren also nicht in die Großstadt hinein, sondern das Ziel ist halt Kurdistan und vor allem Türkei. Vom letzten Kontrollposten sind wir genau 10 Minuten gefahren, jetzt stehen wir wieder da und müssen auf die nächste Patrouille warten. So, wir dürfen weiterfahren und diesmal in Eigenregie. Es heißt kein Begleitschutz mehr. Das tönt doch gut. Halbe Stunde fahren und wir hängen wieder an einem Checkpoint. Kontrolle und so weiter. Nach 10 Kilometern stehen wir an der gefühlt 50. Kontrolle oder was auch immer. Jedenfalls Passport, Passport, everywhere. Tja, Übernachtungsplatz gefunden und gleich kommt das ganze Dorf zusammen. Jeder hat uns entdeckt. Ja, wir stehen natürlich keine Sekunde allein und sonst sind wir schon alle da und präsentieren hier stolz ihren Motor von diesem. Wo ist der? An dem Fahrzeug ist das Nummernschild. Wie sieht's aus mit TÜV? Aufschrei, René darf das Auto fahren hier. Wo fährst du hin? René, wo fährst du hin? Geh einkaufen!
Oh, falsches Auto. Also, das ist jetzt hier der Aufschrei. Jetzt ist der Schlüssel runtergefallen. Aber läuft immer noch, oder? Hey, ey. Und jetzt wird gerade noch der Schlafplatz geklärt, aber ich glaube, wir dürfen hier stehen. Nach einer sehr guten Nacht hier an der Polizeistation müssen wir jetzt erstmal tanken. Tanken muss man organisieren hier im Irak, weil die eigentlich keinen Diesel abgeben dürfen. Und, aber irgendwie geht es dann doch immer, indem man vielleicht was vor die Kamera legt oder was auch immer, wie die das hier tricksen. Es funktioniert jedenfalls. So, wir sind wieder unterwegs und bereits beim ersten Kontrollposten. Jetzt müssen wir anhalten. Also wir versuchen gerade eine Grundsatzdiskussion, wie viele Kontrollen es denn hier gibt, aber ich glaube, das ist sinnlos. Es gibt sowieso, kann man gar nichts machen. Wir erreichen Mosul, hier gibt es wieder Kontrolle. Hier beim Mosul Grenzübergangsgeschehen, als ob man in ein anderes Land reist. Das Visum gilt aber immer noch hier. Wir nähern uns nun Kurdistan. Alle 10 Kilometer ein Checkpoint. Hey. Der letzte ging zwar schnell und da werden wir sehen. Da links, das sind alles Getreide-LKW, über 100, voll mit Getreide. Und die fahren, keine Ahnung, zu einem AG. Ja, oder zum Lieferant. Alle 10 Kilometer Passportkontrolle. Und hier nehmen sie nur die Touristen raus. In allen Ländern lassen sie die durch, aber hier, jetzt stellt euch vor, wie schnell man da vorwärts kommt. Ja, wir haben zwar jetzt gestern 450 gemacht, heute ja 100, 200, weiß nicht genau, aber es dauert. Das ganze Land eine riesige Baustelle, extrem viel Bauschutt, kaputte Häuser da drüben. Da sieht auch die Schusslöcher, da ging es richtig ab. Ey. Die Straße ist dafür neu. Die Stadt hier, die heißt vermutlich Baichi. Und nach über 600 Kilometer Flachland auf ungefähr 50, 60 Meter über Meer kommt da vorne endlich wieder mal Gebirge. Jetzt waren es über 100 Kilometer, alles braunes Land, nur Staub. Und jetzt langsam fängt es an grün zu werden. Wir nähern uns Kurdistan vermutlich. Also rechts grün und links so alles so aus. Noch etwa 30 Kilometer, dann kommt Kurdistan und es sieht schon einiges besser aus, an der Straße zumindest. Wir in Mosul am Rand, weil wir fahren außen rum. Man sieht immer noch die Kriegsschäden. Eigentlich der Horror für die Leute, die da leben. Dieses zerschossene Gebäude war ein ehemaliges Krankenhaus, heute nur noch provisorisch im Vordergrund. Wir überqueren jetzt gerade den Tigris, der Fluss. Tja. Und wir sind jetzt auf der Ausfahrt von Mosul, das ist eine große Stadt. Hier
Hier fängt Kurdistan an, wir sind in Kurdistan, die Kurden. Die Kurden wollten nicht mal den Pass ansehen, aber schnell in die Kabine schauen hinten, was das überhaupt ist, und dann durften wir gleich reinfahren. Es wird moderner, die Erde ist wieder braun oder eben auch grün, Häuser, so langsam kommen wir ja, in bessere Gegenden. Da vorne ist Duoc und da versuchen wir Geld zu kriegen. Wir tanken jetzt hier in Kurdistan und da ist es möglich mit Dollar und mit irakischen Dinar zu zahlen. Aber hier schon wieder teurer. Hier kostet nämlich dann statt nur 400 oder 500, kostet dann schon 900, also das Doppelte. Ja, hier machen wir mal einen Schnitt. Wir sind eigentlich durch. Wir haben es geschafft, einmal übernachten und dann geht's in die Türkei im nächsten Video. Danke für Daumen hoch und bis bald. Tschüss.